Ende der Krisensitzung der Bundesregierung. Kabinettsklausur zur tiefen Energiekrise. Kanzler Scholz und alle Minister. 2 Tage lang haben die Köpfe zusammengesteckt. Und was ist jetzt rausgekommen? Zum Beispiel bei der Frage der Atomkraft. Entlastungspaket, Gasumlage, so viele große Fragen. Und das sagt der Kanzler. Alles zusammengefasst heißt, wir haben die wichtigen Themen der Sicherheit besprochen, was Energie, was äußere Sicherheit betrifft. Wir haben Zukunftsfragen besprochen und wir haben das in einer guten und sehr konstruktiven Atmosphäre miteinander getan und auch gewissermaßen hier noch einmal die Gelegenheit genutzt, unterzuhaken, damit wir als Regierung die wichtigen Entscheidungen vorbereiten und treffen können, die jetzt anstehen, damit es für alle Bürgerinnen und Bürger eine gute Entwicklung gibt in der schwierigen Zeit, in der wir uns jetzt wegen des russischen Angriffskrieges befinden. Schönen Dank. Richtig, eine gute Entwicklung, die wünschen wir uns alle. Doch man muss die Frage stellen, was kam jetzt dabei raus? 2 Tage Klausur besprechen wir jetzt mit Jan Schäfer, unser Politikchef hier bei uns im Studio. Ja, es sind schöne Worte, was steht dahinter? Ja, Olaf Scholz hat es ja gerade eben gesagt, man hat viele Themen besprochen und genau so ist es, viel besprochen. Aber wir wissen, es gibt einfach noch zu wenig Ergebnisse. Und deswegen gerade beim Thema Entlastungspaket ist die Ampelkoalition weiter zerstritten in einigen Punkten. Stichwort Bürgergeld, Hartz IV und auch beim Thema Steuern beispielsweise. Es ist nicht zu erwarten aus unserer Sicht, dass da in den nächsten 2, 3 Wochen eigentlich ein richtiger Durchbruch kommt. Von daher war das, was hier passiert in Meseberg, einfach mehr atmosphärisch. Man hat versucht, sich anzunähern. Die Probleme bleiben die gleichen. Viel gesprochen, nichts entschieden. Wir können noch mal reinhorchen gerade. Das ging ja über eine halbe Stunde, die da gesprochen haben, gerade vor der Presse auch. Also der Kanzler, der Wirtschaftsminister, also Vizekanzler Robert Habeck und dann auch Christian Lindner, der Finanzminister. Und man hatte den Eindruck, dass es nicht nur keine Antworten gibt auf die ganz großen Fragen, sondern dass sich der Kanzler auch ein bisschen Spaß draus macht, dass es keine Antworten gibt. Schauen wir mal, Jan, was er auf die Detailfragen zu einem Entlastungspaket, das er ja längst versprochen hat, geantwortet hat. Von nicht so viel mitbekommen haben, macht mich professionell stolz. Wann wollen Sie dann? Das werden Sie dann auch rechtzeitig mitkriegen. Auch das möchte ich mit Klarheit sagen. Er macht sich einen Spaß draus, dass man überhaupt nicht mal reingucken kann in das Entlastungspaket. Das Paket, das er seit Wochen groß ankündigt auf den Marktplätzen. Da lacht er drüber, wenn man fragt, was ist denn drin? Ja, das ist eine Kommunikationsstrategie, die muss Olaf Scholz den Bürgern wirklich erklären. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Arroganzanfall, das muss man einfach so nennen, auch bei vielen Bürgern ankommt, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats mit ihren finanziellen Mitteln über die Runden kommen sollen, weil sie die einfach nicht mehr haben. Also von einem Regierungschef kann man schon erwarten, dass er ganz klar sagt, zu wann etwas geplant ist, vor allem nach so einer Klausur. Seine Aussage zeigt aber auch, dass einfach vieles, vieles noch völlig ungeklärt ist, dass außer dem Versuch, dass man hier atmosphärisch in der Ampel wieder einigermaßen zueinander findet, einfach Olaf Scholz und der Rest seiner Regierung bisher mit blanken Händen dasteht. Man ist nicht zusammengekommen. Die Kernfragen, die strittigen Themen, Thema Steuern, Hartz IV, Bürgergeld, ich habe schon genannt, sind weiterhin offen. Und es wird noch einige Zeit dauern, bis man die lösen wird. Zeit, die auch Geld bedeutet, besonders im ganz konkreten Fall jetzt in dieser Krise für alle Bürgerinnen und Bürger. Dabei wurde es ja, Jan, groß angekündigt und immer wieder das Lieblingswort des Kanzlers, Zeitenwende. Ja, bei seiner Rede haben wir das gehört, dann gab es sehr viel mehr Geld für die Bundeswehr und dennoch erwartet man sich von einer Zeitenwende noch etwas mehr. Vor allem jetzt, wo es für viele Bürgerinnen und Bürger im Geldbeutel ganz schlecht ausschaut. Schauen wir einmal rein, was der Kanzler sagt zum Thema Zeitenwende. Sie werden bemerken, ganz klar, sein Lieblingswort in der letzten Zeit geworden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine Zeitenwende. Welche Konsequenzen sich aus der Zeitenwende für Europa folgt aus der Zeitenwende? Ich wiederhole noch mal, was ich gesagt habe. Das ist eine Zeitenwende. Ja, sein Lieblingswort. Ich habe ja schon sehr früh von einer Zeitenwende gesprochen. Sagst du, Patricia, die Zeitenwende? Man hat, Bildpolitikchef Jan Schäfer bei uns im Studio, das Gefühl, das ist natürlich ein tolles Wort, das im Februar dieses Jahres zum ersten Mal kam. Und bis heute weiß Olaf Scholz irgendwie selber nicht ganz genau, was dahinter steckt, was eigentlich diese Zeitenwende ausmacht, oder?
Ja, Olaf Scholz muss erheblich aufpassen, dass dieses Wort Zeitenwende, was am 27. Februar für eine neue Ära eigentlich stand, auch in der Bundespolitik, Stichwort Rüstung und überhaupt Ausrüstung, Sicherheitspolitik, dass das nicht zu einem wirklichen leeren Floskel wird, zu einer Hülse, über die man sich am Ende des Jahres lustig macht, dass Zeitenwende nicht für ein Wort steht nach dem Motto, ich sag mal was, aber leg mich dann schlafen. Da besteht jetzt die große Gefahr und auch heute dieses Wort noch einmal zu benutzen und dann sich eigentlich der Bevölkerung mit leeren Händen zu präsentieren, das ist kurz davor, lächerlich zu werden. Im Wahlkampf war es das Wort Respekt und jetzt ist es das Wort Zeitenwende. Wir werden dem Kanzler da weiterhin ganz genau auf die Finger schauen, was er aus diesen Worten macht. Jan Schäfer, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio.